Florian, du scheinst für mich eher ein ruhiger Typ zu sein. Und dennoch machst du dir die ärgsten Sachen in deiner Freizeit. Welche Talente hast du? Wie lebst du die aus? Talente ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mache das wahnsinnig gerne. Und zum Beispiel, ich springe für mein Leben gerne aus Flugzeugen und mit dem Gleitschirm vom Berg herunterfliegen, Motorradl fahren. Das ist einfach das, was mir das Gefühl von Freiheit gibt. Gefühle, was für Gefühle entstehen wann? Du wirst das dann miterleben, wenn du mit mir gemeinsam den Tandemsprung machst. Das ist einfach, wenn wir aus dem Flieger herausfallen, dieses Loslassen können. Das ist ja unbeschreiblich, muss man ausprobieren. Darum zwinge ich dich auch heute dazu, dass das hart verdient ist, das Interview. Und ja, ein Gefühl von Freiheit. Loslassen und aber doch irgendwie geborgen sein. Welche große Erfolge konntest du bereits erzielen? Was ist die Antriebskraft? Was motiviert dich und treibt dich dazu an? Antreiben tut mir eigentlich immer das Erleben. Also ich möchte immer was Neues lernen. Und ich glaube, dass das Leben dazu da ist, dass man ganz viele Sachen ausprobiert. Und ja, also klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist dieses Erleben. Das Leben ist da, um gelebt zu werden. Und für mich gab es nichts Schlimmeres, wenn ich tausendmal das Gleiche mache, ohne dass sich da irgendwas weiterentwickelt. Es ist immer so dieses Streben nach dem Neuen, nach etwas mehr. Und es soll einfach nicht langweilig werden. Dafür war es viel geschaut. Kannst du dir vorstellen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen in irgendeiner Form auch annähernd dafür geeignet wären? Wenn ich da zum Beispiel an den Tandemsprung oder an das Paragleiten denke. Kommt natürlich immer auf die spezielle Situation drauf an. Aber ich selber bin schon mit zwei Rollstuhlfahrern Gleitschirm geflogen. Ist natürlich anders, aber es funktioniert. Und müsste man sich im Einzelfall anschauen. Aber ich denke mir, dass es für alles immer eine Lösung oder einen Weg gibt. Was sind die nächsten Ziele für dich? Nächsten Ziele? Also seit meiner Kindheit schiebe ich das schon vor mich hin. Ich wollte unbedingt Pilot werden früher. Und den Pilotenschein, ich habe ihn schon begonnen, aber habe es noch nicht geschafft. Ich glaube, ich fürchte mich sogar ein bisschen davor, dass das Erste ist im Leben, was ich nicht so gut hinkriege. Und also steht nach wie vor auf der Liste und bevor ich 40 bin, möchte ich das erreichen. Es wird langsam, 40? Die Zeit wird langsam eng. Genau, 1,5 Jahre stehen noch auf der Uhr, aber ich bin zuversichtlich. Okay, dann danke für das Interview und freue mich auf den Tandemsprung. Ich freue mich auch und bedanke mich. Wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich ein Musiker. Hin und wieder habe ich schon noch Lampenfieber. Gibt es das da auch noch? Nur bei so Demos auch. Bei genau, Showsprüngen irgendwo. Okay. Der Ausgang ungewisser ist als wie da, aber da bin ich immer zu 99,9% sicher, dass das klappt. Wenn wir in das Stadion reinspringen, was so nicht optimal ist, irgendwas im Spiel so Bühne ist. Im Prinzip war es, das passt da, aber man kann sich nicht tun. Ich bin ja Jazzmusiker und da weiß ich auch nicht. Und da können wir mal jetzt die Idee noch einmal immer lassen. Hallo, ich bin der Florian. Hallo, wir machen heute einen Tandemsprung gemeinsam. Dazu ziehe ich dann mal das Gurtseil an. Du schlupfst mal bitte meinen Rücken zu mir, wie in einem Klettergurt, links und rechts rein. Ganz genau. Dann kannst du bitte runter, dass du hochgehen. Wunderbar. Da oben bin ich am Rucksack. Ab. Das passt mal. Da halt's mal. Ja. So, das. Ist ja immer gut. Ja. Ihr Pferd, das ist dann ein erster Tandemsprung. Vielleicht auch der letzte. Ja. Ja, vielleicht falsch.
Wie war's? Unglaublich. Voll cool, oder? Unglaublich. Also, das tut's beide im Fall, dann hast du es sehen. Beste Zeit! Gib es einmal mal. Sicher! Natürlich! Komm mal, ich bin einfach. Ich hab's gut. Gratuliere. Super gemacht, wirklich. So schön, wie war die letzten Kommentare? Check out. Mach das nochmal. Ja, dann. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.